Das Gesetz, wo Sie das erwähnen. Laut Gesetz steht ihm doch ein Anwalt zu. Haben Sie ihn gefragt, ob er einen Anwalt will? Er hat nach keinem verlangt. Das ist doch egal. Haben Sie ihn gefragt? Wieso? Sind Sie etwa Anwältin? Ja, ich bin Anwältin, wenn Sie mich so fragen. Wir wissen Bescheid über das Prozedere. Ich frage Sie nochmal, sind Sie Anwältin von Beruf? Der Junge steht doch unter Schock und mit sowas hat er keine Erfahrung. Jetzt hören Sie mal, einen Anwalt braucht er erst, wenn die Sache vor Gericht geht. Wir nehmen nun den Fall auf und stellen die Akte zusammen. Nein, er macht bloß seine Aussage. Ja, und die Aussage kommt dann in die Akte. Es gibt noch gar keine Akte, Fräulein. Der Fall ist bei der Staatsanwaltschaft noch nicht registriert. Sie sehen, ich bin gut informiert. Ja, Sie sind gut informiert. Sie wissen genau Bescheid und mischen sich überall ein. Dann sollten wir uns doch auch nicht unnötig... Und überhaupt würde ich die Aussage gerne mal sehen. Zeigen Sie mir mal die Aussage. Aber, meine Dame, ich bitte Sie, Sie haben nicht das Recht dazu. Wie ein Rudel Hyänen fallen Sie über meinen armen Sohn her. Denken Sie, er hätte absichtlich jemanden überfahren? Versetzen Sie sich in seine Lage. Versetzen Sie sich mal in die Lage des getöteten Kindes. Also, so werden wir nie fertig. Gib her. Wenn uns schon mit Anwälten gedroht wird. Ich, der Unterzeichnende, Barbo Katalin Fagarajanu, Sohn von Aurelian so-und-so und Cornelia so-und-so. Wissen Sie, wir halten Ihren Sohn nicht fest, wir verhaften Ihren Sohn auch nicht. Wir stellen hier nur die Fakten fest. Lesen Sie weiter. Nur damit Sie es wissen. Zurzeit wohnhaft in Straße, Hausnummer, Nummer des Personalausweises, ausgestellt am in... Erkläre hiermit bezüglich der Ursachen und des Verlaufs eines Verkehrsunfalls Folgendes an Eidesstadt. Am 6. März um 19.30 Uhr fuhr ich mit einem PKW, amtliches Kennzeichen B106 PAP, Marke Audi A4 Avant, auf der DN2A60 Richtung Hasowo nach Slobozia und verließ eben die Ortschaft Burko. Nach dem Ortsausgang beschleunigte ich auf eine Geschwindigkeit von schätzungsweise 140 Stundenkilometer, weil ich einen PKW überholen wollte. Gib mir das Handy, ich will Carmen anrufen. Das hat noch Zeit. Lassen Sie es mich doch selbst lesen. Außerhalb geschlossener Ortschaften sind 110 erlaubt, richtig? Ja, aber Herr Babu ist mindestens 140 gefahren. Das Gutachten wird klären, ob es nicht 150 waren. Kleinen Moment, zu Ihnen komme ich noch. Babu, du schreibst stattdessen 110 hin. Der, den er überholt hat, fuhr doch schon 110. 110. Würden Sie vielleicht die Aussagen mal miteinander vergleichen? Der Unfallzeuge hat ausgesagt, er fuhr 110. Wenn er schon 110 gefahren ist, wie schnell ist Herr Babu dann beim Überholen gewesen? Er kann doch aussagen, was er für richtig hält, und das wird er unterschreiben. Nein, meine Dame, das ist doch Unsinn. Er kann nicht 110 schreiben, wenn er in Wahrheit 160 gefahren ist. Schreib, was ich sage. Wenn Sie die Wahrheit sagen, haben Sie vor Gericht noch eine Chance. Aber wenn Sie jetzt lügen und 110 Stundenkilometer angeben, wie Ihre Mutter es sagt, also, damit tun Sie sich keinen Gefallen. Schreib. Ich bin's. Ich bin 30, sehe aber aus wie 60. Andere Frauen in deinem Alter fahren zu den Pyramiden. Was habe ich ihm getan? Warte auf meinen Anruf, dann merkst du, ob ich dich respektiere. Ich habe dir doch gesagt, bekomm noch ein zweites Kind. Dann könntest du dir jetzt eins aussuchen. Seit 3 Jahren, die er mit dieser Person zusammen ist, macht sie mit ihm, was sie will. Die Schönste bist du ja gerade nicht. Und sie sind nicht gerade der liebenswerteste Mensch der Welt. Normal, dass ich nicht zu meinem Sohn nach Hause darf? Clara! Gebt mir den Schlüssel zu meiner Wohnung. Hört auf, euch einzumischen. Schluss! Olga, was ist? Es gibt ein Problem mit Babu. Der Junge steht doch unter Schock und mit sowas hat er keine Erfahrung. Sind Sie sicher, dass Sie das alles über ihn wissen wollen? Also, wie viel sind Ihnen diese 3 Jahre Freiheit wert? Wie viel wollen Sie haben? Schreib, was ich sage. Ihr kennt euch doch mit Absprachen und solchen Dingen bestens aus. Wozu braucht ihr mich? Wie ein Rudel Hyänen fallen Sie über meinen armen Sohn her. Seid ihr alle wahnsinnig geworden? Eltern wollen sich durch ihre Kinder verwirklichen, weißt du. Wenn dir das Loslassen so schwerfällt, finde irgendeinen Ersatz. Such dir ein Hobby, einen Geliebten, einen Hund. Ich denke, wir sollten zusammenarbeiten. Wir müssen uns ja nicht gleich lieben. Was gut für ihn ist, ist gut für mich. Mama, lass mich aussteigen. Bitte mach auf.